ist auch schon wieder gut, die sind falsch rum, die beiden. Ja, muss ich nur andersrum hier raufstecken, dann sollte das eigentlich auch funktionieren. Ist halt wieder nicht so pfiffig gelöst, aber naja. Guter Fusch ist keine schlechte Arbeit. Das ist so das Durchgehen durch die Bank weg Motto, glaube ich, in der Landwirtschaft. Das ist meine neueste Errungenschaft hier auf dem Betrieb. Ein Maisschiebeschild, 4,5 Meter breit. Und das ist dann dafür gedacht, um den Mais auf dem Silo quasi dahin zu schieben, wo man ihn braucht. Oh jo, ich habe mich auch schon komplett eingesaut. Naja. Ich baue jetzt unser Maisschiebegeschirr zusammen, sprich, das ist dieser Trecker mit der Silowalze, die da hinten steht. Das Maisschild, da fehlen noch die Hydraulikanschlüsse, da müssen wir noch einen Umbausatz für installieren gleich, damit wir das gleich so benutzen können. Und ja, das ist jetzt meine Aufgabe. Man freut sich natürlich schon, wenn sowas Neues auf dem Hof steht. Man hofft natürlich, dass es lange so schön heile und neu bleibt. Jetzt gibt es erstmal Mecker, weil der Stromstecker weg ist. Hier müsste eigentlich der Stecker dran sein, der da unten in die Steckdose vom Trecker kommt. Das ist halt scheiße so kurz, also direkt vor der Maisernte. Das darf halt eigentlich nicht sein. Problem bei der Kombi jetzt hier, wir haben hier nur ein doppelwirkendes Steuergerät an dem Trecker. Das Maisschild hat aber zwei schwenkbare Seitenelemente. Die Landmaschinenwerkstatt uns quasi noch einen so einen Hydraulikumbausatz quasi gegeben. Na, gegeben ist relativ, ich musste ihn bezahlen. Oh, ich habe irgendwie gedacht, es gibt am Schild auch eine Vorrichtung für diesen Umbausatz, der extra dafür ist, aber scheinbar nicht. Und irgendwie muss das ja auch festgemacht werden. Ich kann das ja nicht einfach hier so rumbaumeln lassen. Ja, können sich die Jungs noch etwas überlegen. Es ist ja auch ganz falsch angebaut hier. Habe ich jetzt eine Oberlenkerkugel, die hier passt? Wahrscheinlich nicht. Mann, sowas nervt mich. Ich habe mir jetzt überlegt, dass wir eben nach Quellkorn fahren, zu Papa in die Firma. Da sind viele Oberlenker, wo wir uns dann gleich passenden raussuchen können. Da gibt es ein Schweißgerät, da gibt es vielleicht noch jemanden, der mir helfen kann. Es passt gerade so. Weil das Ding ist, dass der hier quasi dicker ist und dass der sehr haarscharf hier am Kühler vorbeikommt, aber er kommt dran vorbei. Viel Platz ist nicht. Ja, dann würde ich doch eine Platte bauen, wo du das raufschrauben kannst. Hier sind zwei Löcher, also durchgehende Löcher, dass du es raufschrauben kannst. Schon mal gut. Die Platte würde ich einfach irgendwie hier ranbraten. Da, wo es am besten passt. Weil das auch so arschschwer ist, das alte Ding. Ja, irgendwie so. Oder hier unter oder so. Jetzt so schwer ist da der Umbausatz, das hätte ich nicht gedacht. Ich kann mit einer Flex irgendwas durchschneiden, aber ja, ich habe mal einen Schweißlehrgang gemacht in der Deuler, in der Ausbildung, aber auch nicht mit so einem Schweißgerät, was wir hier haben. Darum bin ich da immer so ein bisschen, Jungs, könnt ihr mal. Moin, wie weit seid ihr?
ist dieser Umbausatz quasi für die Hydraulik, der ist so arschschwer. Jetzt baut Steffen da gerade eine Platte, dass man, wo man das Teil raufschrauben kann. Und die Platte muss dann an das Maisschild geschweißt werden. Ja, so der Gedanke dahinter. Meine Idee wäre jetzt, dass du quasi mit dem Häcksler gleich nach Quellkorn fährst. Wir füllen hier schon Wasser auf und so. Du schweißt es eben, weil wir hier niemanden haben, der schweißen kann. Ja, du musst die quasi nur noch ans Schild anbraten. Und dann machen wir irgendwie geplant weiter. Gleich rumbrutzeln an dem neuen Ding. Besteht, dass wir gleich los können. So, das ist jetzt unsere Lösung für das Problem. Ihr könnt ja gerne mal Bescheid sagen, wie ihr es gelöst habt. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ist es eigentlich richtig so, dass es so beweglich ist oder splasht da gleich das Öl raus? Ja, weiß ich nicht, wie man hier das hier, dass der das, weil er zuckt ja auch, glaube ich, nicht, oder? Er macht. Oh, doch, er hat was gemacht. Aber nur kurz. Hä? Mehr Schub geben, wa? Scheint zu klappen. Das war doch alles irgendwie schwieriger als erwartet gerade mit dem Adapter. Und dann war das nicht alles festgeschraubt, mussten wir noch alles nachziehen und so. Dann ist ja ein Hydraulikschlauch die ganze Zeit rausgeflogen. Wir konnten nicht klappen, aber jetzt scheint es zu funktionieren. Ja, genau, das zum Schild. Und wenn ihr mehr sehen wollt von der Maisernte, schaut die anderen YouTube-Folgen oder die Dokumentationen in der ARD-Mediathek.